Vor knapp einem Jahr haben seine Fans schon sehnsüchtig auf sein Konzert gewartet und dann ist er stattdessen mit schwersten Lungenproblemen im AKH gelandet. Heute soll alles nachgeholt werden. George Michael kommt in die Stadthalle und dort ist jetzt unser Reporter Georg Holzer. Georg, wird dein Namensvetter George heute das Programm bringen, das er eigentlich schon fürs vorige Jahr geplant hätte? Naja, er wird eigentlich genau dort anschließen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also jetzt nicht im AKH, sondern quasi musikalisch. Er wird eigentlich bis auf eine Nummer, nämlich bis auf seine neue White Light, genau dasselbe Programm spielen. Man muss sich das auch so vorstellen, es ist doch ein 41-köpfiges Orchester mit dabei und diese klassischen Musiker sind jetzt der Improvisation gegenüber jetzt nicht so offen. Das heißt, was einstudiert ist, wird auch gespielt. Und was da gespielt wird, ist jetzt nicht unbedingt so ein 80er-Jahre-Revival und auch nicht ein greatest Hits-Programm, sondern George Michael verbeugt sich quasi vor seinen Idolen. Er hat Nummern dabei von Nina Simone, von David Bowie, von Police, aber da jetzt auch nicht die ganz großen Hits, sondern eher so die Hits aus der zweiten Reihe. Das heißt, es wird ein eher ruhigerer Abend. Dabei hat die Karriere von George Michael viel lauter und viel bunter begonnen. Er ist gerade einmal 20 Jahre alt und schon am ersten Gipfel seiner Karriere angelangt. Mit der Formation Wham gehören sowohl die Charts als auch die Titelblätter der Modezeitschriften Mitte der 80er Jahre George Michael. Heute wirkt dieser Karrierestart zumindest optisch ein wenig zum Schmunzeln. Mit dem Beginn seiner Solokarriere wird George Michael auch musikalisch ernster genommen als vorher, auch von sich selbst. Meine frühen Sachen finde ich eher langweilig, zumindest was meine Stimme betrifft. Damals war ich noch unerfahren. Die Erfahrungen hat er mittlerweile natürlich und auch die Schlagzeilen in den Klatschspalten. Zu seinem quasi zweiten Tourneeauftakt heute sind die Fans von weit her angereist. Been all over Europe, been to America, Australia and now here in Vienna again. We come from Israel. And he never came to Israel. So we come to here. Aus Venedig. From Venedig, yeah. From Venedig, Italia, yeah. First time in your city. It's a beautiful city. Hungary. And I hope the show will be really good. Er ist eine einzigartige Stimme, würde ich mal sagen, ist das Besondere an ihm. Ja. Sein Auftreten, sein Charisma, seine Ausstrahlung. Er kann live super singen, welcher Künstler kann das in Wahrheit schon wirklich? Und das unplugged mit tollen Musikern im Hintergrund finde ich großartig, ja. Also heute Abend George Michael in der Stadthalle und am Donnerstag gibt er dann noch ein zweites Konzert in Wien. Georg, daher erhebt sich natürlich die spannende Frage, was wird er denn morgen an seinem freien Tag machen in Wien? Oder ist das ein Staatsgeheimnis? Das ist ein bisschen ein Staatsgeheimnis und damit ich mich jetzt nicht in die Nesseln setze, gebe ich diese Frage jetzt gleich an den Veranstalter weiter, an den Manfred Leodolter. Wo wird man George Michael morgen vielleicht sehen können, wenn man Fan ist und ein Autogramm will? Na, ich würde sagen, er ist ein sehr kunstsinniger Mensch. Ein Besuch in der Albertina, das würde ihm schon zutrauen. Und wenn man in der Nähe der Ringstraße sich aufhält, ist das auch von Vorteil. Okay, also bleiben Sie morgen einfach den ganzen Tag bei der Albertina und auf der Ringstraße, wenn Sie ein Autogramm wollen. Ich denke, das ist ein guter Tipp, ja. Da liegen wir vollkommen richtig. Und mit diesem wahnsinnig tollen Tipp, mit dem jetzt sicher alle zu sehr etwas anfangen können, gebe ich zurück zu dir, Paul. Vielen Dank, Georg Holzer, für diesen Live-Einstieg von der Stadthalle, kurz vor dem Konzert von George Michael.